Im kleinen Finale standen sich die Mannschaften UFC Sittenheim und der FC Bergheim gegenüber. Und hier sehen wir eine herrliche Parade vom Bergheimer Kohle. Der Spielstand lautete logischerweise 0:0. Auf jeden Fall ein sicherlich interessantes Spiel. Dann wieder der UFC Sittenheim in den hellen Dressen. Immer noch der UFC Sittenheim. Aber auch dieses Mal geht der Ball ins Aus, somit keine wirkliche Gefahr für das Tor vom FC Bergheim. Dann wieder ein schöner Zweikampf. Kann den Ball übernehmen. Jetzt wieder eine gute Aktion. Läuft nach vorne. Wird hier noch abgedrängt. Und jetzt wieder. Aktion. Sieht ab. Und Tor! 1:0. Herrlich gemacht. Und bei so einem Schuss ist es natürlich für einen Kohle eher schwierig zu halten. Und der Kohle Sittenheim ist 1:0. Auf jeden Fall verdient. Dann wieder ein erneuter Angriff. Gut aufgepasst vom FC Bergheim. Jetzt wieder ein Rückpass. Aber so viel kann man sagen. Jetzt wieder kurz vor dem Ende das 2:0. Pass zur Mitte. Und da! Herrlich gemacht. Wiederum ein schöner Überheber. Und Heber. UFC Sittenheim, ich bin mit 2:0 und das geht absolut in Ordnung.